Wir sind heute bei Man of the World zu Hause, um mit ihm ein Jahresinterview zu führen. Komm, letzter Schuss, könnte passieren, dass es der letzte Schuss ist. Er ist seit 2011 auf YouTube aktiv und bereichert bis jetzt 150 Abonnenten mit Spaß und Spannung. Alter, 50. Gut, okay. Fuck, bin gestorben. Vielen Dank, Herr Mansport, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns das Jahresinterview zu führen. Ja, ich freue mich, dass Sie sich überhaupt für mich entschieden haben, das Jahresinterview von mir zu nehmen und zu veröffentlichen. Sie sind extra hierher gekommen, um mit mir dieses Video zu führen. Dafür bedanke ich mich erstmal. Nicht zu danken. Wir wollen zuerst wissen, was haben Sie das Jahr 2017 geschafft? Ja, was habe ich das Jahr 2017 geschafft? Ich habe, fangen wir mal ganz vorne an mit diesem Jahr. Wir haben geschafft, dass wir den Lego Schaufladbagger zusammengebaut haben. Gemeinsam haben wir es geschafft mit relativ sehr, sehr guten Zahlen von Aufrufen. Haben wir den Bagger aufgebaut. Jetzt steht er natürlich hier in meiner Wohnung im Eingangsbereich. Und Sie müssen ihn ja gesehen haben, wenn Sie reingekommen sind. Auch wenn Sie rausgehen, sehen Sie den Bagger nochmal. Darauf habe ich mich richtig gefreut, den fertig zu bauen. Haben wir auch, wie gesagt, dieses Jahr geschafft. Und was habe ich noch dieses Jahr geschafft? Wir haben viele Projekte beendet. Wir haben 152 Abonnenten erreicht auf YouTube. Und wenn man sogar meinen Zweitkanal mit dazu nimmt, Man of the World Live, wo alle Livestreams, die ich gemacht habe, vor ein paar Monaten online sind, kann man sich jedes Mal anschauen. Da habe ich 2 Abonnenten. Wir haben aber 154 Abonnenten, aber wir wissen, diese 2 Leute sind wahre Fans von Man of the World LP oder meinen Livestreams und deswegen zähle ich die nicht mit. Dadurch haben wir 152 Abonnenten, Twitch sind wir bei 130, glaube ich, fast 140, da bin ich auch richtig, richtig froh darüber. Heute Abend wird auch nochmal gestreamt, wenn Sie dabei zugucken wollen, sehr gerne. Ja, was habe ich noch dieses Jahr geschafft? Dieses Jahr habe ich geschafft, gute Frage, eigentlich großartig gar nichts mehr. Also wir haben, das Jahr war relativ ruhig gewesen, wir haben ein paar Real-Life-Videos gemacht, wo ich natürlich die Qualität auch relativ verbessert habe, sage ich, relativ ist jetzt so eine Auslegungssache, jeder sieht Qualität anders an, aber ich sage mal, von den Videos, die ich damals gemacht habe, zu den Videos von jetzt, sind die Videos natürlich viel, viel besser geworden. Also sind schon besser, es geht natürlich noch weiter hinaus, das möchte ich auch nächstes Jahr schaffen. Aber im Moment sind wir auf einer Basis angekommen, mit der man gut arbeiten kann, würde ich sagen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was war das Jahr 2017 nicht so gut? Was war nicht so gut das Jahr 2017? Das erzählt man ja nicht immer gerne, weil die negativen Sachen sind ja nicht gerade schöne Sachen, die man erzählt. Und da gibt es aber auch nicht viel, was dieses Jahr zu erzählen ist, aber größere Sachen, die wir eben leider nicht geschafft haben. Wir haben keine Thumbnails erstellt. Ich weiß dann leider nicht, wie man die am besten erstellt. Ich weiß, man könnte jetzt sagen, okay, hilfst du mir mal dabei, aber ich habe keine große Ahnung davon, wie ich welche erstellen soll oder was ich eben draufpacken soll. Ja, das Thema, was heute dran war, aber ich kann das nicht so und deswegen habe ich das auch mal fallen lassen. Auch wenn ich die Zeit dazu hätte, aber nee. Und T-Shirt habe ich leider auch nicht geschafft. Wir sehen, ich habe wieder das Gamescom-T-Shirt von letzten Jahr an. Leider habe ich da kein neues T-Shirt geschafft, aber wir hoffen mal, dass da noch was kommt. Haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie zu diesem Jahr speziell noch sagen möchten, was Sie vergessen haben, Positives oder Negatives? Ja, was war dieses Jahr noch sonst so gut? Ich habe Supporter bekommen. Das muss ich erstmal überlegen, wie ich hier alles formuliere. Ich habe einen Supporter bekommen, der mir schon bei meinen Livestreams mithilft, der in Richtung mein Overlay für Twitch gemacht hat. Da bedanke ich mich natürlich ganz, ganz doll dafür, dass er sich die Arbeit auf sich genommen hat. Auch wo ich das einmal gelöscht habe und er hat das nochmal neu erstellt. Danke, danke dafür. Sein Name müsste, glaube ich, sogar da stehen im Overlay. Man hört ihn auch ab und zu mal in den Aufnahmen, in den Twitch-Aufnahmen. Und ich will mich hier nochmal
bedanken extra dafür. Aspori Gaming, glaube ich. Asporing. Tut mir leid, ich weiß den Namen gerade nicht aus dem Kopf. Aber man kann ihn natürlich dann nochmal nachlesen. Das ist natürlich alles kein Problem. Bei ihm darf ich sein TS benutzen. Ich darf. Er hilft mir einfach dabei. Das ist eben schön, was dieses Jahr war. Dieses Jahr war auch noch schön, dass wir viele neue Abonnenten bekommen haben, dass wir auch angefangen haben, andere Projekte zu machen und auch viel Spaß wieder dabei gehabt haben. Tut mir echt leid, ich rede hier mich ein bisschen dumm und dämlich und mir wurde leider ein Schritt Trinken hingestellt. Das ist echt schade. Aber ich brauche jetzt nichts. Nee, kein Problem, brauchen Sie nicht loslaufen. Das war es eigentlich schon, was dieses Jahr nochmal so extra gut war. Außer wir haben noch unsere Schneidtechnik, wie gesagt, verbessert. Auf Punkt zu schneiden, auf Musikpunkte zu schneiden. Aber da möchte ich, wie gesagt, nächstes Jahr mich auch noch ein bisschen verbessern. Welche Projekte wollen Sie mit ins Jahr 2017 mitnehmen? Ja, mir ist natürlich klar, dass Sie wissen wollen, was nächstes Jahr an Projekte kommen oder welche ich mitnehme. Das sind natürlich so welche Sachen, man könnte jetzt vorausplanen und das muss man natürlich auch ein kleines bisschen, zum Beispiel nächstes Jahr steht bei mir an, dass ich nach Hamburg fahre, in die Miniatur Wunderwelt Hamburg und meine Zuschauer sehr, sehr gerne mitnehme in meiner Kamera und ihnen zeige, wie geil das dort sein kann. Ich kann mir schon richtig vorstellen, ich war dort noch nie gewesen, aber ich möchte auch Hamburg immer allgemein sehen. Da war ich, glaube ich, einmal war ich gewesen, aber noch nie so richtig viel davon gesehen. Und ich möchte meine Leute einfach mitnehmen und einfach mal eine Städtetour wieder zu machen, wie Bautzen damals. Das gleiche habe ich nochmal mit Görlitz vor. Görlitz, meine Heimatstadt, richtig, richtig schöne Städte, Orte wollte ich sagen, die man mal zeigen könnte. Dann möchte ich nächstes Jahr auch Go-Kart fahren wieder. Das habe ich dieses Jahr leider nicht geschafft. Vielleicht auch dann mal mit einer GoPro. Würde ziemlich, ziemlich geil ankommen. Und was ich auch ganz groß geplant habe, ist die Gamescom. Mir ist egal, ob ich wieder mit Raccoon Style fahre, wenn er Zeit hat, weil ich sehr, sehr gerne mit ihm darüber, um Kosten zu sparen, um die Sinnlosigkeit von zwei Leuten rüber zu fahren. Und wir müssen hier unbedingt was machen, sage ich gleich. Aber mir wäre es wieder geil gewesen, wenn man so ein bisschen Raccoon Style Play. Tut mir leid, dass ich den nicht richtig gerade ausgesprochen habe. Für mich immer noch Rattenmensch. Und ja, ich habe noch Sachen vor oder dazu komme ich dann später nochmal. Vielleicht kommen wir dann noch mal über eine Frage, sonst sehe ich am Ende hin noch mal was. Aber Sie können jetzt vorfahren mit der nächsten Sache. Haben Sie irgendwelche Erwartungen für das Jahr 2018 oder gehen Sie vollkommen ohne Erwartungen rein und lassen sich überraschen? Ja, jetzt muss ich gerade lange überlegen. Erwartungen für das Jahr 2018. Hohoho. Ich habe Erwartungen, dass viele geile Games kommen. Weil geile Games heißt geiler Spaß halt, ne? Das heißt natürlich viel, viel neue Leute. Und das ist auch ein Grund. Ich möchte viele Leute neu erreichen und zeigen, dass ich gerne YouTube mache. Ich mache gerne YouTube, weil mir Spaß macht. Wenn ich natürlich da sitze, keine Zeit oder kein Bock. Ich habe viele Videos vorproduziert, öfters für eine Woche, damit ich die Lust und Laune aufbauen kann, wieder zu zocken. Jetzt muss ich natürlich auch Mittel wieder vorproduzieren für die Weihnachtszeit, die ich nicht da bin. Vielleicht auch Silvester nicht, wer weiß. Aber wir werden das ja später sehen. Erwartungen sonst für das Jahr 2018. Erwartungen habe ich auch natürlich an die liebe Band Cayman, mit der ich dieses Jahr auch rumfahren durfte wieder. Wir haben zwar ein Video gemacht, ich weiß aber nicht, ob das online kommt oder nicht. Wir sind sagen wir es mal, halb im Gespräch, also über einen Kumpel rede ich dann mit dieser Band gemeinsam, ob man das Video vielleicht so zeigt. Wenn ja, würde ich noch ein, zwei Änderungen machen. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm.
Das sind 3 Tage, die ich mit denen unterwegs gewesen bin. Richtig, richtig geil gewesen. Richtig, richtig viel Spaß gemacht. Einfach mal so ein bisschen in den Konzerteinschnitte. Ein bisschen davor. Wir wüssten dann für nächstes Mal, was man vielleicht ändern könnte, was man besser macht. Besser ist das letzte Video, ist es sowieso. Allein deswegen würde ich das zeigen. Ich habe denen auch gesagt, Werbung brauche ich nicht. Mir macht das selber Spaß, sowas zu machen. Und ein bisschen verspätet, aber die Erwartung liegt einfach nur, dass ich nächstes Jahr vielleicht mehr zeigen darf, mehr mit dem machen darf, vielleicht rumreisen und vielleicht auch eine andere, wenn ich eine andere Kamera habe, auch viel, viel bessere Videos und andere Videos zu schneiden. Das würde mir richtig, richtig viel Spaß machen. Gibt es noch ein paar Sachen, die Sie zu ergänzen haben für letztes Jahr oder dieses Jahr? Oder haben Sie noch ein bestimmtes Thema, das Sie von sich aus ansprechen wollen? Ja, das war's eigentlich alles. Also ergänzungsmäßig habe ich nichts weiter, außer dass mir jetzt noch spontan einfällt. Ich möchte nächstes Jahr andere Kanäle noch starten mit anderen bestimmten Games-Fassungen, mit Spaß und Laune, Uncut-Videos und. Jetzt aber nicht Man of the World, Real Life, Man of the World, Krieg, Man of the World, Straße, Man of sowas nicht, sondern wie Hand auf Platz, Uncut, sowas. Aber da kommen wir nochmal später hinzu, wenn man dazu kommt. Ich habe ja 2 Kanäle schon mal. Der eine Kanal ist ja so ein bisschen. Der andere ist ein bisschen wichtiger. Und sonstige Sachen, die mir jetzt einfallen. Ich möchte noch einen Server wiederherstellen. Da habe ich ja noch ein bisschen Geld offen. Und da ist mir egal, ob wir einen Minecraft-Server erstellen, ob wir einen Landwirtschaftssimulator erstellen, einen Server. Ich möchte meine Leute Spaß haben. Ich möchte da auch wieder Videos aufnehmen und da kommt es darauf an, welches Projekt vielleicht gut ankommt, vielleicht auch wieder ein Modpack. Da können wir später nochmal drüber reden, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich möchte nächstes Jahr auch ausziehen aus meiner Wohnung hier und wahrscheinlich dann auch einen eigenen Computertisch, den ich mir schon lange geplant erstellt habe im Kopf. Aber da kommen wir vielleicht dazu, wenn ich umziehe. Da habe ich noch einen Kumpel dazu, der mir hilft. Eins steht jetzt so fest: Wir machen das nicht mehr bei ihm zu Hause, weil A wäre der Platz, ist mir so nach und nach eingefallen, diesen Tisch rauszuschleppen oder die Tischplatte ein bisschen anstrengend. Und wir haben letztes Mal auch den Stromkasten auch bei ihm gemacht. Da habe ich leider keine Videos gezeigt. Aber sagen wir es mal so, es war viel Arbeit, viel Zeit und viele Kosten, die wir so reingesteckt haben. Deswegen wird er auch bei mir dann zu Hause gemacht, bei meinen Eltern. Und das war's. Mir fällt nicht mehr ein. Also ich hoffe, das war jetzt die wichtigen Sachen, die so Jahresinterview 2017 jetzt ausmachen. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir in einem Jahr wieder da sitzen und ein Jahresinterview machen. Wahrscheinlich habe ich bis dahin ein neues Lego-Technik-Projekt gemacht, was ich sehr gerne machen möchte. Und habe auch ein Headset-Mikrofon gekauft, das wir nächstes Mal benutzen können. Vielleicht auch eine bessere Kamera, wer weiß, wie weit das hinausgeht. Aber ja, ich bedanke mich jedenfalls dafür, dass Sie heute zu mir gekommen sind, die ganze Kamera-Crew und so, um mit mir dieses Video zu erstellen. Ich bedanke mich an meinen Zuschauern, dass ihr das Video geguckt habt. Wahrscheinlich auch hoffentlich bis zum Ende. Und auch viel Spaß hattet. Und ich würde mal sagen, sehen wir uns im Jahr 2018 wieder. Hoffentlich auch wieder mit ganz, ganz viel Spaß und Laune und Spannung und allem Möglichen. So wie im Jahr 2017, diese Bergauf- und Talfahrt und Bergauffahrt. Da sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Euer Man of the World. Ciao, ciao.